Hey, hey, Dennis Kore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informationsshow 262 heute am 20. Dezember 2017. Es ist spannend, was gerade im Markt abgeht. Und wir gucken uns heute zum ersten den Yobit Exchange Hack an. Ja, die Börse muss schließen. Dann gehen wir rüber zu Coinbase und Bitcoin Cash Trading, was dort gerade passiert. Ist sehr, sehr spannend. Und wir gehen rüber Richtung Hedgefonds heute. Bill Miller hat nämlich 50% von seinem Fonds in Bitcoin. Ja, das ist doch mal ein ziemlich krasses Zeichen. Und ja, lass uns mal kurz den Bitcoin-Preis angucken. Aktuell, uiuiuiui, kann ich nur sagen, uiuiui, 16.563 Dollar, ja. Und gestern Abend waren wir noch bei knapp 19.000. Ja, jetzt wir sind sogar auf 15.900 gefallen heute Nacht, ja. Jetzt geht's gerade wieder ein bisschen aufwärts, wie es scheint, schwer zu sagen. Und viele fragen sich natürlich, was ist da los? Wieso fällt der Bitcoin so stark? Ja, gute Frage, kommen wir gleich zu, nämlich Bitcoin Cash sorgt für Furore. Bevor wir zu Bitcoin Cash kommen, sprechen wir aber nochmal über Yobit. Yobit oder Yubit, ja, nicht verwechseln mit Yobit, ja, es gibt nämlich zwei Börsen. Yobit, wie Yu geschrieben, ja, eine gehackte südkoreanische Börse musste ihren Dienst abschalten am Dienstag, ja, weil Hacker, die im Endeffekt Bitcoins gestohlen haben, das ist der zweite Angriff dieses Jahr und ist halt bankrott gegangen, ja, weil die halt es geschafft haben, Bitcoins zu stehlen. Und der erste Angriff, der war bereits im April diesen Jahres, wo 4.000 Bitcoins gestohlen worden sind. Ja, also 4.000 Bitcoins, wenn wir uns dann mal kurz zum aktuellen Preis heute ausrechnen, bei sagen wir mal 17.000 im Schnitt, ja, sind es knapp 70 Millionen, die gestohlen worden sind. Ja, im April war es halt noch nicht so viel, aber schon sehr, sehr heftig, ja. Und der Anbieter hat auf seiner Homepage verkündet, dass die Angreifer 17% der gesamten Börse stehlen könnte, also 4.000 Bitcoins. Und sie haben angegeben, dass sie die Anlagen ihrer Nutzer in verringerter Form zurückgeben werden. Ja, jeder Nutzer soll 75% seines Besitzes zurückbekommen, bis weitere Klärung eintritt. Da bin ich gespannt, ob das wirklich durchgeht, ob wie das funktioniert. Natürlich wurden alle Transaktionen angehalten, um weitere Schäden einzudämmen. Die Inhaber wollen jetzt ihre Firmenrechte verkaufen und sie hoffen auf die Auszahlung einer Versicherungssumme, um die letzten 25% an die Nutzer auszahlen zu können. In Südkorea sind die Auflagen für die Börsen ein bisschen anders, ja. Die müssen versichert sein, die müssen bestimmt ein Cash-Depot haben und so weiter und so fort. Also es könnte gut sein, dass die Nutzer dort dennoch entschädigt werden. Ich bin gespannt, aber es ist natürlich immer wieder sehr, sehr schlimm und schade zu sehen, ja, dass Börsen immer wieder gehackt werden. Und das hat nichts mit der Sicherheit von Kryptowährungen oder Bitcoin oder sonst wie zu tun, sondern einfach hier bei schlecht gesicherten Daten und Servern und Hackern. Die Hacker waren halt einfach ein bisschen cleverer als die Sicherheitsexperten von Yobit. Und die Verantwortung liegt ganz klar bei den Betreibern der Börse und nicht an der Sicherheit von Kryptowährungen. Ja, deswegen auf dem Exchange seine Coins zu haben, ist immer ein Risiko. Das Exchange kann schließen, kann gehackt werden, dann sind deine Coins weg. Das sicherste ist, wenn du die Coins auf deinem eigenen Wallet hast, ja, da kann sie dir niemand wegnehmen. So, kommen wir zum Thema Coinbase. Ja, wir haben es eben gesehen, der Bitcoin-Preis, ja, ist bei 16.600. Ja, jetzt gerade ist sogar wieder gefallen, 16.500 nur noch. Vielleicht geht es doch noch weiter runter, wer weiß. Also 12% minus zu gestern. Bitcoin Cash dagegen ist 50% im Plus, steht mittlerweile bei 3.447 Dollar. Bei 0,2 Bitcoin im Verhältnis, also einen fetten, fetten Jump, den Bitcoin Cash hier hingelegt hat. Und das war einfach aufgrund der News, dass man jetzt ja auf Coinbase Bitcoin Cash kaufen kann. Und das ist wirklich ein ziemlich heftiger Schritt, ja. Denn Coinbase, ja, ist einer der größten, es ist glaube ich sogar der größte Wallet-Anbieter und Exchanger in Nordamerika und teilweise mit hunderttausenden Anmeldungen am Tag, ja, letztens waren 70 bis 100.000 Neuanmeldungen am Tag und die Leute haben jetzt die Möglichkeit dort direkt mit Fiat-Geld, also mit Dollar in dem Fall, Bitcoin Cash zu kaufen und viele nutzen das natürlich, die Leute, die schon länger auf Coinbase sind. Coinbase hatte zuerst gesagt, wir werden Bitcoin Cash nicht unterstützen, aber da Bitcoin Cash so ein rasantes Wachstum hinlegt, haben sie sich doch umentschieden aufgrund der ganzen User, die das halt gewollt haben. Ich glaube, es wäre auch schlecht gewesen für Coinbase, hätten die das nicht gemacht.
Fakt ist auf jeden Fall, die Coinbase-User haben ihre Bitcoin Cash noch nicht. Also diejenigen, die vom 1. August Bitcoin auf Coinbase gehalten haben, das wird, glaube ich, im Januar soweit sein. Einige gehen davon aus, dass die Leute dann Bitcoin Cash sofort dumpen werden. Ich glaube, das ist ein sehr schlechter Zeitpunkt, um überhaupt Bitcoin Cash zu verkaufen. Natürlich gibt es diese Lager, auf der einen Seite Bitcoin, Bitcoin Core, auf der anderen Seite Bitcoin Cash, und die kämpfen erbittert gegeneinander. Ganz einfach, Leute, das ist der freie Markt in Aktion, ja. Und die Fronten sind echt verhärtet. Die eine wollen in die Richtung, die andere in die Richtung. Und ich kann jedem nur raten, ja, verkauft eure Bitcoin Cash nicht. Das ist mein persönlicher Tipp, ja. Ich kann mich auch irren, aber ich persönlich, wenn ich mir die Top 20 Währungen angucke, ich würde keine der Top 20 Währungen verkaufen, sondern sie langfristig halten, weil es ist noch nichts entschieden, ja. Alles ist möglich im Kryptowährungsmarkt, und mein Rat ist einfach, es nicht zu verkaufen, es langfristig zu halten. Und viele Leute bashen Bitcoin Cash und sagen, ah, das ist ein Scam-Coin, das ist ein Altcoin. Klar, es ist ein Altcoin, aber der wird gepusht und gedrückt und manipuliert und so weiter. Der ganze Kryptowährungsmarkt wird manipuliert, ja. Und ich kann euch nur eins sagen: Bitcoin Cash hat eine Marktkapitalisierung von 58 Milliarden, steht auf Platz 3. Ja, das ist ein ernstzunehmender Coin, Leute, vertut euch da nicht. Und mein Ratschlag an euch ist: haltet diesen Coin einfach, wenn ihr ihn habt. Und wenn ihr nicht habt, ich persönlich würde ihn kaufen, aus dem einfachen Grund, natürlich jetzt nicht gerade zum Hoch, ja, aber ich würde ihn kaufen als Hedge gegen den Bitcoin, weil was sehen wir? Bitcoin geht runter, Bitcoin Cash geht hoch, und es ist immer gut, ja, ein diversifiziertes Portfolio zu haben. Ja, das sind nur meine 2 Cents zu dieser ganzen Sache. Auf jeden Fall, ja, ihr habt gesehen, dass Bitcoin Cash immer mehr akzeptiert wird. Demnächst gibt es eine Bitcoin Cash Visa-Karte. Das Bitcoin Cash Ökosystem wächst, ja, und es ist einfach spannend, den freien Markt hier wirklich in Aktion zu sehen. Und ich denke, da werden wir in 2018 noch sehr, sehr viel von hören. Und es bleibt einfach extrem spannend, was dort gerade abgeht. Fakt ist einfach im Moment: Bitcoin ist sehr langsam. Bitcoin zu versenden ist teuer. Und wenn die Leute das merken, dass Bitcoin Cash besser ist, ja, werden sie vielleicht das nutzen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Leute, andere Währungen, die auch, ja, diesen Platz vereinnahmen können von digitalem Geld. Dash, meiner Meinung nach, der Frontrunner, wenn es darum geht, ja, digitales Bargeld zu sein. Und auch da werden wir noch sehr, sehr viel von hören von Dash, ja. Es bleibt einfach spannend, Leute. Es bleibt einfach spannend. Dieser Markt ist sowas von volatil, sowas von aufregend. Ja, alles ist möglich. Haltet das immer im Hinterkopf. So. Dann kommen wir nochmal zu den Hedgefonds. Ja, 2018 werden wir viele Hedgefonds sehen, die in den Markt reingehen. Und der legendäre Investor Bill Miller, ja, der ist zu 50% mit seinem Hedgefonds in Bitcoin drin. Aber, da müssen wir noch mal ein bisschen ausholen. Ja, wir haben jetzt die zwei Exchanges, die zwei Exchanges ist gut, die zwei Future Tradings, also zwei Options-Exchanges, wie man so sagen will, die jetzt Bitcoin Futures traden. Immer mehr Investoren von Wall Street gucken natürlich darauf. Und Bill Miller, der Miller Partners LLC, ja, hat im Interview gesagt, dass 50% von seinem Hedgefonds in Bitcoins sind. Und er ist jemand, der hat den S&P 500 Index in den letzten 15 Jahren mit seinen Investment-Ratschlägen immer wieder geschlagen. Und er sagt aber auch ganz klar in dem Interview: hey Leute, ich habe mit einem kleinen Teil von meinem Hedgefonds in Bitcoin angefangen. Dass der Wert, ja, von diesem Bitcoin-Portfolio jetzt 50% von seinem ganzen Hedgefonds ausmacht, das liegt einfach daran, dass Bitcoin, ja, sich von 1000 Dollar Anfang des Jahres auf, ja, jetzt knapp 17.000 Dollar versiebzehnfacht hat in dem Fall. Und er sagt natürlich einfach, ja, das ist ein super Investment, aber guckt euch doch mal die Geschichte an, als damals Amazon und Google in den Markt reingekommen sind, wie die im Endeffekt negativ beurteilt wurden. Ja, wie können die jemals Geld verdienen? Wie wollen die? Und so bla bla bla. Das gleiche, was heute mit Kryptowährungen passiert, ja. Und er glaubt auch, dass das alte Denken, ja, das alte Denken von Leuten wie Jamie Dimon, den Bankern und Co., ja, einfach nicht mehr ja, zeitgemäß ist, wenn es um Kryptowährungen geht, weil sie einfach wissen: hey, unsere Tage sind gezählt, ja. Also, Bill Miller hat hier schon, denke ich, einen ganz, ganz klaren
Fokus und ganz klar das Ganze auch durchschaut. Ja, auch der Hedgefonds-Mogul Mike Novogratz, ja, sagt, die Bitcoin-Skeptiker sind einfach zu alt, um es zu raffen, ja, um es mal genau zu sagen. Und er sagt auch, ich habe nichts anderes außer Bitcoin und Bitcoin Cash, weil er ist schon länger dabei mit seinem Hedgefonds, hat natürlich Bitcoin Cash gehalten, hat keine anderen Altcoins. Das ist seine Strategie. Er geht davon aus, dass die Dominanz von Bitcoin ja langfristig halt weiter steigen wird und dass die ganzen, wie er es nennt, Imitatoren verschwinden werden. Ja, und da glaube ich, weiß ich nicht, ob er da recht hat. Der Markt und die Zeit wird es zeigen. Ich glaube, dass viele Altcoins verschwinden werden, früher oder später. Wobei wir wahrscheinlich jetzt von 1370 aktuellen Altcoins oder wie viele es gibt, demnächst 10.000 Altcoins sehen werden. 100.000 Altcoins zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber die dominierenden, das werden wahrscheinlich nicht ganz so viele sein. Ja, andere Hedgefonds-Investoren sagen, hey, wir möchten lieber in einen breit gestreuten oder ein breit gestreutes Portfolio haben mit mehreren Kryptowährungen. Wer letztendlich besser fahren wird, die Zeit wird es zeigen. Ganz klar, ich bin auch für Diversifizierung. So, guck mal nochmal auf CoinMarketCap, die Marktkapitalisierung 601 Milliarden, ja, 20 Milliarden höher war mal gestern. Die sind weg, ja. Bitcoin hat sie ausgewiped durch den Fall. Das Trading-Volumen knapp 50 Milliarden, sehr hoch. Bitcoin-Dominance nur bei 47%. Und wenn wir uns die Top 10 angucken, Bitcoin Cash ist der Gewinner, ja, mit 50% plus zu gestern. IOTA 18% plus bei $5,09. Cardano hat 15% verloren, steht nur bei 48 Cent. Ja, und Bitcoin Gold, Leute, auch 30% plus, jetzt bei $434. Und wenn wir uns mal die Top-Gewinner der 100 Kryptowährungen angucken, das ist Bitcoin Cash mit 49%, Augur mit 46%, Bitcoin Gold mit 29% zum Vortag. Die Top-Verlierer sind ein Steinium mit 40% minus, was Dragon Chain mit 31% minus. Und Tron mit 23% minus zum Vortag. Leute, es ist doch ein Paradies für die Trader. Ich selber bin kein Trader. Ja, das ist mir zu heiß, das Ganze, ja, immer da hin und her zu traden. Und aber die Leute, die es machen, dieser Markt ist einfach genial dafür. Also, es bleibt spannend. Leute, spannend, spannend, was hier gerade abgeht. Wie immer, ich kann nichts anderes sagen. Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, lass mir einen Thumbs up da. Markiere, wenn du es auf Facebook siehst, deine Freunde in den Kommentaren. Teile dieses Video mit ihnen. Und heute werden wir den ersten Bitcent Coin verlosen. Ich habe es nicht mit angekündigt, ich habe es ja gestern angekündigt, ja. Und zwar machen wir Folgendes. Ich werde zwei dieser Coins verlosen, ja, jeden Tag jetzt, die nächsten Tage. Und es handelt sich hier um 10 Bitcent. 10 Bitcent und nochmal 10 Bitcent in Form eines Casino-Chips. Zwei dieser Coins werden verlost. Und zwar einmal an Facebook-Zuschauer und einmal an die YouTube-Zuschauer. Und wie kannst du an der Verlosung teilnehmen? Ganz einfach. Kommentiere mit dem Hashtag Bitcent. Ja, Hashtag Bitcent. Bitcend. Ja, und dann werde ich einen Gewinner ziehen morgen und ja, diese Coins dann versenden. Also, das war's von mir. Ich bin raus. Ich sage wie immer, Marit, also warte, bevor ich jetzt hier rausgehe, lass uns doch mal gucken, wo der Bitcent gerade steht. Bevor ich das hier schon sage, der Bitcent steht aktuell bei 1,30 $, also das Ding wäre 13 $ wert, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also jetzt kann ich sagen, ich bin raus, ja. Marit Jut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!